Hallöchen, ihr Lieben, zu unserem neuen Let's Play-Projekt. Wir spielen Uncanny Valley von Cowardly Creations, einem kleinen Indie-Studio. Und es handelt sich hierbei um ein 2D-Shooter-Adventure-Horror-Game. Ich weiß auch nicht, ich glaube, es soll so eine Mischung darstellen aus verschiedenen Genres. Auf jeden Fall, wie ihr sehen könnt, ist es 2D und es ist so Pixel-Grafik. Und was ich gelesen habe, bedeutet wohl Uncanny Valley, wenn einem etwas nicht ganz menschlich erscheint. Also wenn man irgendwie die Vermutung hat, etwas ist nicht gänzlich menschlich. Ich weiß nicht, ob das noch von Bedeutung ist. Auf jeden Fall gab es davon auch eine Demo, aber ich habe einen großen Bogen drum gemacht, weil ich die Vollversion gerne spielen wollte dann direkt. Ja, ich glaube, sonst bleibt mir nichts mehr zu sagen. Dann starten wir doch einfach mal. Bei der Testaufnahme habe ich dieses Bild schon circa 5 Minuten angestarrt und versucht, es in mich aufzunehmen, was das alles bedeutet. Ich weiß noch nicht, ob ich es hinbekommen werde, aber ich versuche es. Merken, 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 merken. Okay. Genau, hier kriegen wir dann weitere Hinweise. Inventar kann man öffnen, Left-Click, also mit links klicken, um das auszuwählen und dann benutzen. Genau. Und wenn man sich heilen will, dann muss man tatsächlich auch dieser Sachen anwenden auf die Stelle, wo man verletzt ist. Oh Gott, ich krieg das niemals hin. Ich sehe es schon kommen. Oh nein. Okay, jedenfalls genau. Also mit Control kann man dann die Waffe bereithalten. Mit E feuern, mit R nachladen. Ich hab doch, das mache ich alles mit links. Leider hat halt noch nicht geklappt, die Controller-Unterstützung zu implementieren. Das hatten die Macher eigentlich vor, hat aber noch nicht geklappt, leider. So, das ist ja schon mal vielversprechend. Wir wachen an einem seltsamen Ort auf, eine Gasse, würde ich sagen, und wir sind scheinbar aus einem Mülleimer rausgepurzelt. So, ich kann laufen, ich kann rennen mit Shift, genau. Hier haben wir das Inventar. Da ist das Inventar, aber wir haben ja noch nicht wirklich was. Hier ist dieses mit Health. So sehen wir eigentlich auch noch nicht aus, aber vielleicht ist das ja unser wahrer Hauptdarsteller. Oder er ist hier gerade halt in Zivil unterwegs. Wir haben noch keine Objectives, weil wir nicht wissen, was los ist. Wir haben noch keine Keycards. Wir haben noch keine Tapes, noch keine Kameras. Quatsch, noch keine Videotapes, genau. Und wir haben hier eine Flashlight. Wartet. Die aber nicht funktioniert. Ich drücke auf F. Die wäre nämlich auf F. Okay. Und natürlich haben wir auch keine Waffe. Okay, ich denke, ich bin bereit. Wie bin ich hierher gekommen? Okay. Hui. Ich könnte diesen Mülleimer benutzen, um hier rüber zu klettern. Ah, okay. Huch. Ah, damit kann man ein... Wie heißt das denn? Ein Gitter zerschneiden. Das ist ja mal praktisch. Ah, okay. Oh, also hätten wir hier scheinbar 2 Möglichkeiten. Wir könnten das Ding hier schieben. Ich will es nochmal ausprobieren. Da müsste ich jetzt E drücken. Ah, ich muss auch gedrückt halten. Okay. Aha. Oder ich benutze die Fence Cutters. Okay. E? Ja. So, wir haben es geschafft. Ich wohne in der Nähe. Ich sollte nach Hause gehen. Dann tun wir das. Das ist aber hübsch gemacht hier, der Wald. Der Wald, naja. Oh. Ah, ah. Hilfe. Was macht der denn? Ich kann nicht mehr rennen. Das sieht schon zu meiner Seite aus. Ah. Scheiße, okay. Ich dachte schon, ich bin direkt Game Over nach 30 Sekunden. Okay. War das ein Traum? Es klingelt an der Tür. Nein, 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 nein! Scheiße! Was soll ich tun? Ich will jetzt tun. Das war ein ziemlich fieser Anfang. Oh Mann. Also ich denke, man konnte nichts tun. Und ja. Ah, Ich habe wieder Albträume. Und offensichtlich spreche ich mit mir selbst. Na super. Ach cool, das sind jetzt gerade die Credits sozusagen. Oh wow, guck mal. Das läuft so quasi mit.
ist ja mal hip gemacht. Wieso ist hier keiner im Zug? Das verunsichert mich. Hui! Ich komme noch ein bisschen durcheinander. Ich muss E drücken, wenn ich irgendwo rein will. Ich drücke immer noch Space leider. Ah, es hat gespeichert. Okay. Ach, wie cool. Sind das auch Credits? Bestimmt, oder? Oder nicht? Nee? Nee, wahrscheinlich doch nicht. Ich dachte ja nur. Dann gehe ich mal hier hoch. Okay, man. Was? Achso, ich bin wieder rausgegangen. Sorry. Kann ich hier irgendwas mitnehmen? Scheinbar nicht. Ich habe bei allem mal gedrückt zur Sicherheit, aber... Das geht ja schon kaputt. MTC. That homeless guy. Sind das vielleicht Studios, die da dran mitgewirkt haben? Knut Food. Oh mein Gott. Hey, du musst der neue Typ sein, ey. Tom, richtig? Freut mich, dich kennenzulernen, schätze ich. Lass uns ins Auto gehen. Es ist verdammt nochmal arschkalt. Okay, das war ja mal schnell. Freut mich auch, sie kennenzulernen. Okay, dann steige ich mal ein. Also, wie läuft's mit der Arbeit? Wunderbar, ich kann mich auf meinen Arsch setzen den ganzen Tag, ohne dass mich irgendjemand überwacht. Sie haben also keine Schwierigkeiten bisher erlebt? Schau dich doch mal um, Mann. Wir sind absolut isoliert. Hier gibt es niemanden. Warum brauchen Sie denn dann überhaupt Wachen? Wenn ich das wüsste, okay. Da sind wir. Wow. Jeez, reiß dich zusammen, Mann. Oh, bevor ich es vergesse. Dieser Weg durch die Wälder führt zu den Apartments. Ach, stimmt, dieser Ort ist wirklich krass. Ja, diese Bastarde haben eine Menge Geld für diesen Ort ausgegeben. Und wie kommt es, dass sie ihn dann geschlossen haben? Wenn ich das wüsste, irgendwie Ärger vor Gerichten oder sowas. Ich habe keine Ahnung, ist mir auch egal. Und was wollen Sie damit anfangen? Mann, du bist aber neugierig. Vielleicht verkaufen? Bis dahin sitzen wir rum und werden für nichts bezahlt. Also rein. Na gut. Ach so, wir müssen quasi zu unseren Apartments da durch, oder was? Ist es da, wo wir untergebracht sind, die Wachen? Ich weiß es nicht genau. Das ist die Haupthalle. Bleib hinter mir, komm schon. Ist ja gut. Ich bin immer hinter dir. Ich hab dich überholt. Oh, sorry, ich wollte nicht unverschämt sein. Ah, ich muss die Tür aufmachen. Okay, dann lass uns doch mal schnell schauen. Folge mir, komm schon. Okay. Ich bin sowieso schneller. Das ist der Hauptaufzug. Damit kannst du auf jedes Stockwerk gelangen in diesem Sektor. Du musst ein paar Runden nach oben machen jede Nacht. Damit unser Boss glücklich ist. Aber hier passiert sowieso nichts. Ja, ja. Dann wäre das wohl kaum ein Horrorspiel. Noch ein Aufzug. Der führt in den unteren Sektor. Der hier ist fest verschlossen und nur die besten Mitarbeiter dürfen hinein. Da musst du nicht patrouillieren. Die Tür dort hinten führt ins Lagerhaus. Wo da hinten? Ich nehme an, da hinten. Ich will mich nicht so weit entfernen, ich habe Angst. Oh Gott, bestimmt fängt es schon in der ersten Nacht an, schlimm zu werden. Das ist deine Arbeitsstelle oder deine Arbeitsstation. Das Sicherheitsbüro. Lass uns reingehen. Nach dir. Das ist ja voll die Müllhalde. Das ist es. Hier sind einige Kameras an diesem Ort. Aber wie ich schon sagte, du musst jede Nacht Runden drehen. Nun geh auf dein Zimmer im Apartment-Komplex und zieh dich um. Deine Klamotten befinden sich im Schrank. Hier sind die Schlüssel zum Gebäude. Oder bis zu diesem Gebäude hier. Und nee, zu dem anderen Gebäude. Danach komm direkt wieder hierher, denn deine Schicht beginnt sofort. Komm schon, lass mich allein. Danke sehr. Sehr sympathischer Mann. Okay, dann gehe ich wohl mal. Das ist ja geil. Der macht sich's erstmal gemütlich. Ich kann nicht auf die Frauen.
Toilette und auch nicht auf die Männertoilette. Okay, na das kann ja lustig werden. Da komme ich auch nicht rein. Ist hier denn gar keiner an der Rezeption? Nee. Naja, wird ja auch nicht... Was? Ach so, er atmet. Oh, habe ich mich erschreckt. Fängt ja gut an. Oh, nö. Ich muss ernsthaft durch den Wald? Oh, wann? Also, wenn da nicht irgendwas Krasses geschieht irgendwann, dann weiß ich auch nicht. Ja, wunderbar. Also, das Spiel schafft es auf jeden Fall, dass man so ein ungutes Gefühl kriegt. Geht mir zumindest so. So, jetzt sind wir hier. Komodum Apartments. Oh, aber hier ist eine Rezeptionistin. Oh, hi. Mir war nicht klar, dass Buck und ich noch Gesellschaft haben. Ach so, das sagt er. Oh, sorry, ich wollte gerade ein bisschen höher sprechen, weil es eine Frau ist, glaube ich. Obwohl, ich bin mir gar nicht so sicher, ob es eine Frau ist. Naja, sehen wir ja gleich. Ich wusste gar nicht, dass wir Gesellschaft haben. Ich bin der neue die neue Sicherheitswache. Tom, freut mich, Sie kennenzulernen. Ah, Eve ist ein Mädchen. Tut mir leid, falls ich Sie erschreckt habe. Ich bin Eve. Und was tun Sie hier so? Ich kümmere mich um diesen Ort, damit er nicht zerfällt. Und warum sollten Sie diesen Ort hier sauber brauchen? Ich meine, hier ist ja keiner außer uns. Sie stellen wohl wirklich gerne Fragen, nicht wahr? Ja. In letzter Zeit passiert mir das häufig. Schauen Sie mal, es tut mir leid, aber ich muss jetzt gehen. Ich habe Ihnen ein Zimmer vorbereitet. Es ist im ersten Stockwerk, das siebte Zimmer auf der linken Seite. Dort finden Sie auch Ihre Uniform im Schrank. Ach, und Gear ist eigentlich die Ausrüstung, stimmt. Habe ich mich vertan. Ja, ich möchte Sie nicht aufhalten. Los, los! Freut mich jedenfalls, Sie kennengelernt zu haben. Freut mich. Wer hat dich geschickt, du? Wieso guckt ihr mich an? Ja, ja, erst will sie, dass ich weggehe und dann starrt sie mir hinterher. War ja klar. So, im ersten Stock muss ich jetzt die Maus benutzen, ich glaube. Was steht da? Ich kann es nicht lesen. Oh je, dass es diese Knöpfe gibt, ist irgendwie nicht gut. Gut, dann gehe ich jetzt zu 1. Und es ist die siebte Tür. Wieso so weit hinten? Da muss ich ja voll weit fliehen. So. Oh, erschrick mich nicht immer so. Okay. Habe ich einen tollen Job angenommen. Yay! Jetzt bin ich ausgerüstet. Habe ich einen Bart? Ich erkenne das nicht so ganz. Könnte sein, dass ich einen Bart habe. Oh, jetzt fängt schon die gruselige Musik an. Wartet mal kurz. Okay, das geht schon. Habe ich schon eine Waffe? Nee, scheinbar nicht. Wartet, ich gucke mal kurz ins Inventar. Nee, ich habe nichts. Okay. Aber zumindest funktioniert jetzt meine Flashlight. So. Ich hoffe wirklich, dass bald die Möglichkeit ergänzt wird, mit einem Controller zu spielen, weil es ist gerade mit der Tastatur echt ein bisschen hakelig. Kann ich hier rein? Oh, kann ich, kann ich. Oh, es gibt so eine Essenshallending. Oh, mein Gott, wieso ist die so riesig? Kann ich hier noch irgendwas mitgehen lassen? Oh, tatsächlich. Ist das krass? Ist das krass? Oh, ist das dunkel. Okay, wir werden hier häufiger mal unsere Taschenlampe brauchen. Oh, wenn ich renne, sieht man nichts. Okay, gut zu wissen. Er hält sie dann nach unten. Hey, ist das geil? Wir haben jetzt quasi direkt schon was eingepackt. Und es ist riesig. Okay. Damit können wir ein Feuer löschen. Habe ich nicht krass kombiniert? Wir haben einen Feuerlöscher. Und mit dem können wir jetzt ein Feuer löschen. Mann, ich bin manchmal selbst überrascht auf meiner Genialität. Die einfach so aus mir heraussprudelt spontan. Ach du Scheiße. Ich will hier nicht sein. Habe ich das schon erwähnt? Habe ich schon erwähnt, dass ich es richtig kacke finde, hier zu sein? Hier kann ich auch nichts machen. Ich gehe zurück. Ich gehe da entlang. Tschüssi. Also jetzt wird ja wohl noch nichts passieren im Wald. Ich meine, wir haben doch gerade erst angefangen. Das wäre schon ein bisschen fies. Ah. Ja. So. Ich traue mich gar nicht zu rennen. Okay, los, hopp. Je schneller wir es geschafft... Oh Gott. Also hier kann man ja unmöglich ohne die Lampe durchlaufen. Ist ja stockfinster. Finde ich nicht lustig. So, da wären wir. Gott sei Dank. Hier ist ja wohl alles hell. Ja, hier ist alles hell. Sehr schön. Dann werden wir jetzt wahrscheinlich uns... ja,
Er wird wahrscheinlich gehen und... Nee, er ist weg. Wieso ist er weg? Hä? Kann ich einfach abhauen? Irgendwo muss er sein. Hey, 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 hey. Wartet mal kurz. Ich will nur noch mal ausprobieren, ob ich hier irgendetwas einsammeln kann. Nee. Das ist auch verwirrend, dass zwei unterschiedliche Knöpfe sind für Türen öffnen und Sachen einsammeln. Da denkt man... Hi, hi, ach so. Das ist der Aufzug in die tieferen Level. Da braucht man zwei Security Guards. Okay. So. Oha. Geil. Kann ich das betätigen? Leider nein. Leider nein. Okay, hier scheint momentan zumindest nichts Wichtiges zu sein. Huch. Oh, ich dachte eben, was ist jetzt los? Das kann ich auch nicht betätigen. Ja, dann muss ich wahrscheinlich eine Runde drehen, wobei es mich echt wundert, dass der Typ einfach weg ist. Ich hätte gedacht, dass wir uns, dass wir ja einander abpassen irgendwie. Muss ich jetzt durch alle Ebenen einmal durch? Ist das der Aufzug oder? Nee, ne? Okay. Wow, wow, wow. Was ist los? Ist das hell? Damien an Adam archivieren. Oh, ist so schwer zu lesen. Ja, kein Problem, Adam. Ich werde es morgen vorbeibringen. Ach so, aber du brauchst 2 Terabyte Festplattenspeicher, damit alles drauf passt. Okay. Opa. Soll ich wieder... Nee, okay. Ich wollte den gar nicht anmachen. Den Computer. Ich wollte nicht schnüffeln. Ist da auch was Interessantes? Hey Damien. Wir haben ein paar neue Algorithmen geschrieben, um Stimmen zu reproduzieren und zu erkennen. Die Aussprache ist jetzt viel besser und der Flow ist auch viel natürlicher. Wir werden dir die Sachen schicken in circa einer Stunde. Wenn du dann bitte die Database updaten könntest, vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin ja echt hier ein Schnüffler, ne? Was ich hier alles mir einfach durchlese. Ja, ich weiß, es hat mich auch überrascht, als wir den ersten zum Laufen brachten. Es weiß, wer wir sind, wegen der Mitarbeiter-Database. Aber wenn du so darüber nachdenkst, ist das echt eine ganz schön große Sache. Eine Menge Leute werden bessere Leben haben. Wie wegen der Thingama What? Wegen dieser Dinger. Wir haben gerade erst wir arbeiten gerade daran, dass es an dem Medical Equipment oder so. Okay. Ich glaube, die arbeiten hier an irgendetwas krassem auf jeden Fall. Damien meinte, du hättest deine Keycard vergessen. Ich bin am Künstliche Intelligenzbüro vorbeigegangen, aber du warst nicht da, also habe ich es bei James hinterlassen. Ich hoffe, du hattest eine gute Nacht. Wir hatten auf jeden Fall eine gute Nacht. Ja, das ist ja schön für dich. Ich finde es immer noch schockierend, dass... Ah ja, ich kann das nicht lesen. Thingamabob? Ich glaube ja, ne? Thingamabob. Mich erkannt hat und begonnen hat, mit mir zu reden. Okay, die arbeiten hier an einer künstlichen Intelligenz. Fühlt sich ein bisschen gruselig an. Vielleicht habe ich auch einfach zu viele Science-Fiction-Filme gesehen. Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass ich hochkommen werde, wenn ihr gerade einen davon testet. Ey, ich würde auch nichts mit so künstlicher Intelligenz zu wissen haben wollen, ehrlich. Hey, Buddy, wie geht's dir beim Job? Ich habe den anderen Tag Taylor getroffen und sie meinte, dass ihr ziemlich beschäftigt seid da drüben. Wir sollten uns treffen. Taylor meinte, dass die Firma, in der ihr arbeitet, ganz schön abgeht da. Hä? Ach so. Dass es dahin zur Arbeit eine ganz schön lange Fahrt ist, sorry. Genau, selbst mit dem Zug. Wenn ich am nächsten Wochenende kommen sollte, dann könntest du mir die Stadt ja zeigen. Und ja, uns einfach ein bisschen mal wieder unterhalten. Lass mich wissen, was du darüber denkst. Okay. Ich bin geil. Ich komme hierher und dann lasse ich einfach alle Computer an. Ich kann die nicht ausmachen, ich hab's versucht. Oh, bitte hör auf, so laut zu atmen. Oh, sie sind wieder aus. Dum, dum, dum. Dum, dum. Sollte ich mir jetzt Sorgen machen? Hii! Es ist vorüber. Ach so, meine Schicht ist vorüber. Ich brauche... Was? Ich brauche ein wenig Schlaf. Was? Keine Kassetten gesammelt.
Ach so, die kann man hier einsetzen. Was ist das hier denn für ein komischer Ort allgemein? Okay. Und wieso hat plötzlich jemand geredet? Ach, war das hier gewesen? Okay. Wieso hat die Musik aufgehört? Ich gehe jetzt einfach mal in zwei. Mal schauen, was da ist. Oh, geil. Das ist ja cool hier. Hier könnten wir bleiben. Darf man hier spielen? Oh, es bewegt sich. Okay. Ich gehe dann wieder. Kann ich hier? Nee, hier geht nichts. Ah, jetzt ist die Musik auch wieder da. Das hier scheint sowas wie. Ah, ich glaube, das ist auch zum Essen, oder? Denke ich mal, dass man sich hier zum Essen trifft. Was haben wir hier hinten noch? Huch! War da eben was? Ich habe irgendwas eingesammelt. Was war das? Auf jeden Fall kein Objective. War das eine. Ah, tatsächlich, eine Kassette. Wo waren das gewesen? Eins tiefer? Wo man die einlegen konnte? Ich glaube ja. Könnte man ja mal reinschauen, ne? Was es damit auf sich hat. Bisher ist gar nichts passiert. Großartig. Wobei es schon so eine bedrückende Atmosphäre hat. Man denkt so, oh. Und vor allem wird ja wohl wahrscheinlich irgendwo in diesem Ding hier diese blöde künstliche Intelligenz wahrscheinlich wild umherlaufen. Fürchte ich. Ist jetzt mal so meine Vermutung. So, press Enter. Good. Good afternoon. It's nice to see Hä? Was ist denn jetzt passiert? Ist das jetzt ein Rückblick oder wie? Bin mir nicht ganz sicher. Anscheinend wird das durch diese Videotapes ausgelöst. Kann das sein? Trotzdem hatte ich das Gefühl, dass das nicht ganz korrekt abgespielt wurde eben, das Videotape. War ein bisschen seltsam. Oh, okay, ich kann mich auch ducken. Was? Oh mein Gott. Eieiei. Was? Wieso wird's plötzlich so? Exit. Hä? Oh, krass. Wir sind wieder hier. Okay. Das ist ja mysteriös. Tag 1. Jetzt ist erst Tag 1. Triff mich im Entspannungsraum heute Abend. Im zweiten Stockwerk. Erste Tür auf der linken Seite. Wann jetzt schon? Was war da eben passiert? Das hat mich total verwirrt. Vor allem verstehe ich nicht, ob das Tape hätte abspielen müssen oder ob möglicherweise der Moment, wo der Abend endet, nur zusammengefallen ist, exakt mit dem Moment, wo ich eigentlich gerade das Tape abspielen wollte. Wisst ihr, was ich meine? Das könnte ja sein. Ich guck mal kurz bei Eve vorbei. Hey Eve, du hast mich versetzt! Sie hatte doch zweites Stockwerk gesagt, oder? Das ist so gemein. Ich bin tief verletzt. Was habe ich denn jetzt in meinem Inventar? Ich habe aber trotzdem das Tape. Ich probiere das nochmal aus. Ich gebe nicht auf. Kann ich mir das nochmal angucken? Meet Eve. Ja, sag mal, dann muss das doch möglich sein, sie hier zu treffen, oder? Sie hatte doch zweiter Stockwerk gesagt. Ich gucke nochmal, ob sie vielleicht doch im ersten. Nee. Ist ja komisch. Ich guck mal, was passiert, wenn ich unten rausgehe aus der Wohnung. Also aus dem Gebäudekomplex. Vielleicht passiert dann ja was. Vielleicht wird was getriggert. Nee, es ist ja auch abends. Ach Mensch, Quatsch. Sie meint wirklich drüben. Ach, sie hängt da auch ab? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Hallo, Kamera, Hilfe. Ich glaube, es ist noch zwischendurch ein ganz bisschen buggy, das Spiel, habe ich das Gefühl. Aber ich glaube, das hatten die Entwickler auch gesagt, dass da noch ein paar Updates kommen. Von daher ist okay. Ist okay, kann ich mit leben. Ich muss das aber nochmal ausprobieren, unbedingt mit dem Videotape. Ich will mir das anhören können.
glaube, ich probiere das jetzt auch gleich als erstes Mal. Ob ich das hinbekomme, das diesmal zu hören. Und dann müssen wir sie treffen im zweiten Stockwerk. Weil ich mich auch gerne noch... Was? Ist da noch ein Tape? Tatsächlich. So, jetzt mal hier ausprobieren. Ah, so wechsle ich die. Okay. Hello, Doctor. Hello. How are you feeling today? Fine. It's fun being with you. How are you? Busy as ever, I'm afraid. What do you think of your new home? It's perfect, Doctor. Is there any way I could help you? It would be no trouble. We're going to be seeing each other quite a bit over the next few weeks. I'm hoping that you can cooperate with me and answer some questions. Of course. Let's begin with some basic questions. What day is it? It's Monday. Good. And do you know the time? 10:05 a.m. Great. And what's the square root of 3,844? 62, Doctor. Impressive. Where are you from, dear? Can you remember? What's your name? I feel... Answer my questions. What are you feeling? Are you all right? Sorry. I'm fine, Doctor. How may I help you? Das hörte sich ja mysteriös an. Ist diese künstliche Intelligenz vielleicht eine Frau? Huch, nee, halt, ich wollte das andere noch hören. Dieses hier. Good afternoon. It's nice to see you again. It's nice to see you too, Doctor. How has your day been? Wonderful. Tell me about it. I've done nothing at all, but that's fine. Good, good. I'd like to ask you about what you want in life. I want to be as helpful as I can, Doctor. Yes, but what do you want? To assist in anything I'm asked. No, I don't think you understand my question, dear. I want to learn about your ambitions. I'm sorry I've made a mistake. I would like to make things better. That's all right. It's why we're here. Let's move on. Do you have any interests? I enjoy talking. Also, making people feel better pleases me greatly. That's very nice to hear. And do you have any dislikes? Yes, Doctor. Tell me about them. Sometimes I feel alone. That makes me unhappy. Interesting. Sie ist nicht gerne alleine. Und auf jeden Fall will sie dienen, quasi. Sie sagt immer, sie will einfach nur, dass alle glücklich sind. Sie will alles zum Besten der anderen machen. Da. Aha, ich hätte nicht gedacht, dass du... Oh, ups, sorry. Tatsächlich kommen würdest. Wie war dein erster Tag? Okay, hätte nicht gedacht, dass dieser Ort so groß wäre. Früher war es voller Aktivität. Schwer, sich das vorzustellen, dass hier eine Menge Leute waren. Es ist wirklich weit abgeschieden. Wie kommt es überhaupt, dass du einen Job angenommen hast, an so einem weit entfernten Ort? Ich musste einfach fort von allem und ein wenig Geld ansparen. Ich denke, das ist so weit weg von allem, wie es nur möglich ist. Schwierigkeiten aus der Vergangenheit? Ja. Und wie hat es dich hierher verschlagen? Ich bin hier schon so lange ich mich erinnern kann. Und du bist einfach hier geblieben, nachdem sie das geschlossen haben? Kein Ort, an den du zurückkehren kannst? Nicht mehr. Er arbeitete früher hier, aber nachdem der Ort geschlossen wurde, verschwand er einfach. Und seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Hört sich ja wie ein toller Typ an. Du siehst ein wenig wie er aus. Oh, tja, dann hast du einen guten Geschmack. Wow, zu viele Buchstaben übereinander. Ich sollte ein bisschen schlafen. Also nicht, dass ich eine Wahl hätte. Gehen wir mal weiter. Hast du schon ausprobiert, die Spiele, die es hier gibt? Noch nicht. Aber auf jeden Fall sollte ich mich jetzt zurück an die Arbeit begeben.
Du willst wirklich nicht ein bisschen länger bleiben? Dieser Ort rennt dir ja nicht weg. Ich denke, ich könnte ein bisschen länger bleiben, ja. Und wie lange willst du hier arbeiten? Solange sie mich brauchen. Na, das gibt uns ja genug Zeit, um einander kennenzulernen. Nicht, wenn du dafür sorgst, dass ich gefeuert werde. Heute Nacht. Ich muss jetzt wirklich zurück an die Arbeit. Wir können das ja ein andermal wiederholen. Ja klar, verlauf dich nicht. Er hat zwischendurch gesagt, dass er schlafen gehen will, ne? Ich weiß... Oh, oh mein Gott, du hast mich erschreckt. Kannst du bitte aufhören, einfach loszulaufen? Was? Was ist denn, wenn er sagt, ich möchte gerne schlafen? Muss ich dann kurz mit ihm schlafen gehen oder hält das doch trotzdem weiter durch? Oder sackt er dann zusammen, so wie letztes Mal, weil er nicht mehr kann? Mal gucken, ob hier irgendwo Sachen liegen, die man nehmen kann. Das sieht ja auch hier spannend aus. Hier haben sie sich getroffen, um irgendwie... Huch! Hier scheint nichts zu sein. Ah, das ist so ein Projektor, ne? Oh, da, wartet. Ich glaube, es war noch ein Tape. Cool. E drücken? Ach ja, hier war ja noch ein Weg. Ich habe mich eben schon voll erschreckt. Ich dachte so, what? Wir laufen im Kreis. Das darf nicht sein. Okay, da weiter. Alpha. Ha! Oh, wow, ist so... Ich würde gerne kommen. Ich weiß nur nicht, wo sein Apartment... Was? Das ist tatsächlich was passiert, wenn er voll erschöpft ist. 20 Geld? Und dann wache ich einfach immer an irgendeinem Ort auf. Geht's dir gut da drin, Mann? Egal, wir gehen jetzt raus. Oh, willst du noch einen, Tom? $5 macht das dann. Eigentlich wollte ich nicht, aber okay. Hau ab, Mann. Hau ab. Kannst du denn nicht sehen, dass wir hier gerade am Reden sind? Lass uns in Ruhe. Geh weg, du gruseliger Typ. Ja. Okay. Chikorika Bar. Ich kann nicht mit ihm reden. Hey, Mister. Hey, fick dich, Mann. Ich bin hungrig. Ich hab aber nichts. Glaube ich. Kann ich irgendwie... Nee. Wo muss ich... Was ist los? Ich sehe nichts. Was ist los? Ich laufe wieder durch die Dunkelheit. Ich wurde wieder verfolgt, glaube ich. Tag 2, oder? Denke ich jedenfalls mal. Ja, Tag 2. Dum, dum, dum. Na gut, ich mache jetzt erstmal eine kleine Pause. Und ich denke, wir müssen noch weiter die Ebenen untersuchen wahrscheinlich. Wir haben auch ein neues Tape zum Beispiel. Und ja, ich weiß auf jeden Fall, naja, irgendwann kommt halt noch der Shooter-Krams. Ne? Also werden irgendwann irgendwelche schrecklichen Gestalten auftauchen. Ich nehme an, der Anfang dient jetzt erstmal dazu, die Spannung ein wenig in die Höhe zu treiben. Und dann werde ich voll ablosen, wenn die Viecher kommen. Ich sehe es schon kommen. Na egal. Okay, ihr Lieben, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Uncanny Valley wieder. Dann bis dann. Ciao, ciao.